Wandern ist des Müllers Lust. Das Wandern. So beginnt eines der bekanntesten deutschen Volkslieder und geht wie folgt weiter. Das muss ein schlechter Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein. Ein Müller macht zum Beispiel aus Getreidekörnern Mehl, damit der Bäcker später daraus Brot backen kann. Müller ist ein Beruf. Aber warum soll er wandern? Und wohin? Es klingt etwas komisch, aber gute Müller waren schon immer gut zu Fuß und sind es auch heute noch. Früher haben Müller zum Beispiel in solchen Windmühlen gearbeitet. Ihre Arbeit war sehr wichtig für die Ernährung der Menschen und deshalb gab es viele Leute, deren Beruf Müller war. Strom hatte ein Müller damals noch nicht zur Verfügung. Um die Körner des Getreides mahlen zu können, nutzte er die Kraft des Windes, der die Flügel zum Drehen brachte. Man kann sich kaum vorstellen, dass diese riesigen, schweren Räder allein durch Wind in Bewegung versetzt werden konnten. Wie die Kraft des Windes in der Mühle genutzt wurde, kann man an so einem kleinen Modell erkennen. Die Armkraft übernimmt in diesem Fall mal die Funktion des Windes. Die Flügel drehen sich und über Balken und Räder sieht man, wie die Kraft in die Mühle übertragen wurde.